Aber hey, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play hier auf der Geiselsberg. Wenn euch das Video gefällt, meine Freunde, lasst ein Like und ein Abo da und schreibt mir immer wieder gerne Anregungen, Kommentare und sowas. Anregungen, Kritiken und eure Meinungen zu einigen Themen in die Kommentare. So, ja, gut. Also unser Raps ist schön aufgegangen, das ist schon mal sehr gut. Das gefällt mir. Und ja, aber das passt auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir mal. Wow, Auto, ja. Wow, das war jetzt eng, hey. Das war jetzt echt eng. So, ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht. Die Gedanken werde ich mal geschwind mit euch ein bisschen so mitteilen. Also gedanklich, Traktormiete bin ich eher so in der Kategorie T7 Teros Optum. T7 HD. Was aber jetzt Gülletechnik oder sowas angeht, da weiß ich noch nicht. Ich habe dann auch noch was mit euch vor. Das wollen wir noch machen werden. Und ja, also wie gesagt, wir haben noch was, also ich habe noch was vor mit euch. Wir werden noch dann natürlich werden wir in einen neuen Traktor bekommen als Mietgerätschaft. Dann werden wir, was werden wir noch, genau, wir erhalten dann im Frühjahr zum ersten Schnitt eine Mähkombination mit Schwabband, was ich sehr sehr cool finde vom Händler, dass er uns das zur Verfügung stellt. Und ja, ich finde es auf jeden Fall nice, dass der uns das zur Verfügung stellen wird, stellen möchte, stellen kann. Weil auch sowas mal ausprobieren, ich glaube mal richtig geil wird. Oder vor allem auch richtig geil ist. Weil wenn man dann so bedenkt, wir werden dann Mähen und Schwaden in einem. Später müssen wir dann nochmal die Biogas voll machen, weil ja, doch alles gerade ein bisschen langsam ist. Also, es ist zwar alles da, aber relativ wenig Puffer, dass wenn mal was kaputt sein sollte oder sowas, haben wir jetzt eher weniger. Das heißt, wir werden dann nochmal ein bisschen was einfüllen. Normalerweise mache ich ja die einmal voll und dann leer und dann lasse ich sie leer werden oder ziemlich leer werden und dann war sie es bis zum nächsten Tag. Aber ja, heute müssen wir mal nachfüllen oder jetzt müssen wir halt ein bisschen mehr verfüttern, weil jetzt wird es auch kälter und ja, mehr Licht, mehr Heizung und sowas ist halt jetzt an der Tagesordnung. Und darauf müssen wir halt eingehen. Ganz klar. Und es hat ja uns auch wieder was Gutes, aber auch was Schlechtes. Gut ist zum Beispiel, wir haben dann den Vorteil, wir können. Oder der Vorteil ist, wir verdienen mehr Geld. Der Nachteil ist, wir hauen mehr Silage durch. ja, also ich habe mir auch schon überlegt, ob wir unseren Straubmann-Kipper nicht verkaufen sollen. Bin eigentlich mittlerweile so weit, dass ich sage, ja, weil der Anhänger echt klein ist und da möchte ich, wenn möglich, ganz gern noch einen größeren Kipper holen. Eventuell gehen wir dann gleich mal eine ganze Nummer größer, dass wir gleich einen Abschieber kaufen. Da müssen wir nur mal mit dem Händler reden, dass der uns da ein gewisses Spielzeug zur Verfügung stellt oder uns besorgen kann, aber ich denke, das sollte kein Problem werden. Oder halt einen größeren Kipper. Also entweder Kipper oder ein Abschieber, das weiß ich noch nicht genau. Hier kommt er relativ gut hoch, also der marschiert hier auf jeden Fall relativ gut hoch. Gut, hinten war es ein bisschen steil lang, aber
Oder ein bisschen steiler, aber der marschiert hier, was das hier angeht, relativ gut nach oben. Sowas ist immer gut. Also müssen wir eigentlich dann nur nochmal... Ja, wie gesagt, vielleicht werden wir dann wirklich so ein T7 nehmen, ein HD oder ein Optum oder ein Tergos, whatever, zum Anmieten und den dann natürlich dann im Nachhinein, wenn uns die Maschine gefällt nach 2 Jahren, kriegen wir zum Beispiel die stündlichen Kosten, kriegen wir zurückerstattet, was da Stunden drauf sind auf der Maschine. Wenn wir dieses Gerät dann natürlich kaufen. Das Gerät ist zwar dann, hat er gesagt, ein Neufahrzeug, also das ist dann neu. Aber wir kriegen ja, weil wir dieses Produkt dann kaufen, kriegen wir den wieder. Also kriegen wir die Kohle zurück. Die Kohle können wir dann da gleich draufrechnen. Also, denke ich mal, wird es relativ gut laufen. Ich hoffe es auf jeden Fall. Zum anderen ist das Thema noch Gülletechnik offen. Wir haben immer noch kein Güllefass. Ich habe noch eine Überraschung für euch geplant. Für den Winter dann. Ja, da müssen wir mal schauen, weil ich muss sagen, auf der einen Seite möchte ich ganz gern dann den... eigentlich möchte ich ganz gern einen Zunhammer kaufen. Aber Zunhammer im Vergleich zum Joskin, wo der Verteiler schon dranhängt, ist halt, ist fast allein schon ein Batzen teurer. Gut, okay, dafür habe ich bei Zunahme die Möglichkeit, hinten abkoppeln und zum Beispiel ein Schlitzgerät mal zum Testen hinzuhängen oder eine Güllescheibenegge oder irgendwas anderes dergleichen. Die Möglichkeit haben wir halt beim Zunahme fast, was vielleicht auch den Preis erklärt. Aber wir müssen da mal schauen. Vielleicht wird es auch ein ganz anderes Fass, aber ich glaube, recht viel größer wie so ein Zunhammer brauchen wir gar nicht gehen. Weil ich glaube, alles, was größer wird, ist dann eher kontraproduktiv. Ja, glaube ich wirklich, das ist eher alles so ein bisschen kontraproduktiv und da kommen wir jetzt noch leicht raus. Da müssen wir halt mal schauen, wie wir... Wir müssen halt gucken, wie es jetzt geldlich im allem ausgeht, mit allem drum und dran. Und ja, also ich zeige euch dann ganz kurz mal den... die Maschinen, die wo wir noch brauchen werden. Zeige euch jetzt mal ganz schnell, bevor wir jetzt den abladen. Bleiben wir jetzt mal hier geschwind stehen dafür. Also Händler, dann gehen wir mal hier in den Großtraktoren rein. Wie gesagt, das wäre hier so ein T7. Da ist er. Jawohl. Also so würde der im Endeffekt dann aussehen. Moment, ich habe eins vergessen. So würde der im Endeffekt dann dastehen. So würden wir den bekommen. Das wird der Schlepper, also... Ja. Genau, jetzt mal schnell zum Güllefass gucken. Ich muss jetzt mal ganz kurz auf die Uhr schauen, Leute. Also Güllefass natürlich wäre das hier ganz klar. Also das hier wäre natürlich optimal. Nachteil ist halt hier hinten dieser Anbaubock, diese Schleppschuhgestänge ist halt fest verbaut und es sind halt nur 12 Meter. Während ich zum Beispiel bei
Hier, den muss ich, der ist zwar am 3-Punkt angebaut. Ne, der ist auch am 4-Punkt. Doch, 3-Punkt. Hier, 3-Punkt. Der ist am 3-Punkt angebaut. Mit 15 Meter und dann dazu noch das Fass hier. Klar sind wir weitaus über dem, was wir eigentlich so ausgeben wollen würden. Wollen tun, keine Ahnung. Aber ja, das wäre es also. Und anhängertechnisch, wie gesagt, also unser kleiner hier hinten, ne, unser kleiner Straubmann hier, ist halt auch schon ein bisschen älter und wird schon langsam zu klein. Also, ja, habe ich jetzt keinen. Ja, egal. Da wäre dann entweder nochmal ein Drehschirm für Getreidefahrten oder wir denken gleich mal voraus in Richtung Erntetechnik zum Silieren. Also dann wäre es dann einer von den beiden. Wobei ich sagen muss, der Anhänger hier ist schon richtig nice. Weil der sieht schon mal richtig nice aus. Den können wir auch beliebig machen. Wir können zum Beispiel und naja, das gefällt mir jetzt nicht so. Das gefällt mir eher. So, zum Beispiel, wir können dann noch unsere Reifen hier aussuchen. Dann hier BKD zum Beispiel, die BKD gedreht. BKD normal haben wir da nicht noch. Die Alliance Flotation gehabt. First time, first time Pearl. Hä? Ich hatte doch irgendein. Egal. Ja, genau, dann nehmen wir die Flo. Also mit den Reifen finde ich, schaut schon geil aus. Kostet auch ein Batzen Geld, muss man dazu sagen, ja. Der kostet auch richtig Kohle, der Anhänger. Aber ist ein schöner Anhänger. Ich meine, wir können hier noch zum Beispiel Schotten mit drauf tun oder Panther Design. Bin schneller, weiß zwar nicht, was das heißen soll, aber okay. Ja, wir können hier noch die Schotten mit drauf tun, die Holzschotten, dann können wir vielleicht ein bisschen besser laden. Ja, also das wäre zum Beispiel so ein Anhänger, wo ich sage, jawohl. Wäre echt geil. Ich denke auch, vielleicht wird es auch wirklich so einer. Und ja, so denke ich mal, wird das jetzt dann laufen. Moment, ich muss mal ganz kurz was überprüfen. Okay. Ja, jetzt. So, aber jetzt laden wir mal ab. Jetzt laden wir mal nur ab und dann machen wir mal weiter. Und jo, also ich würde mal sagen, ihr könnt euch eigentlich auf die ganzen Folgen freuen. Weil es wird zwar jetzt noch eine Zeit lang Gras einsilagiert. Damit wir natürlich auch ein bisschen Pufferfutter haben für den Fall, wenn das Silo leer ist oder wenn wir jetzt allgemein mal irgendwie das Gras anderweitig brauchen, wenn wir dann wirklich demnächst mal mit den Tieren anfangen können oder sowas. Ja, da brauchen wir ja dann auch die Grassilage, da brauchen wir Heu, da brauchen wir Strom müssen wir dann natürlich noch organisieren. Und lauter so Sachen. Müssen wir halt alles noch machen. Das sind aber alles so Kleinigkeiten, sage ich jetzt mal. Oder jetzt wartet mal. Oder wir machen das. Das überlege ich mal noch kurz was. Fangen wir schnell raus. Oder ich mache das Silo jetzt hier erstmal nur so halb voll. Nee, komm. Wir gehen auf die komplette Breite mit Füllen und dann. Sollte das funktionieren. Aber Leute, wir beginnen jetzt mal noch. Ich stelle mich mal jetzt mal ganz kurz hier hin. Wir beginnen jetzt zumindest mal schon mal noch mit Biogasbefüllung. Und ja, wie gesagt, die Leute brauchen mehr. Ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass da jetzt so viel gebraucht wird. Aber kann man immer nicht wissen, ne? Aber meine Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da, schreibt es mir in die Kommentare. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut's eine, wir hören uns. Bis dann, ciao, ciao.